building underway. Ich kann keine Raketenpanzer bauen. No mercy. Unit complete. In transit. Base under attack. In transit. Repair engaged. In transit. Base under attack. Ich kann Bobcats bauen, aber keine Raketenpanzer. Ich kann Thunderbolts bauen, aber keine Howitzers. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ich kann nicht mit Howitzers da oben rüberschießen. Building complete. I'm following. Rolling. Base under attack. Yes, sir. Building. Yes, sir. Base under attack. Building. Building complete. Ich will noch mal einen Razor bauen. Ich glaube, die haben die besseren Sensoren tatsächlich. Das heißt, ich kann mir das zunutze machen für die Daywrecker. Na, das ist ein Punkt, den sie offensichtlich vergessen haben für die Mission. Ich kann fucking Daywrecker bauen. Ich glaube, das war im Original auch möglich, theoretisch, aber der Umstand, dass man da nur begrenzte Ressourcen hat, könnte das sehr stark limitiert haben, das einzusetzen. Und ich lade den kompletten Daywrecker innerhalb von ein paar Sekunden auf, vielleicht eine Minute oder so. Und einen hat er ja schon gefressen. Und wie ich hier sehe, sind die Sachen auch zerstört worden, wenn ich das richtig sehe. Also Daywreckern wir den ein bisschen, um den aufzuweichen. Ich meine, ich kann auch so die Daywrecker rüberschmeißen, ich möchte nur ganz gern was sehen. Building complete. Der hat tatsächlich den Strom abgedreht dadurch. Yes, sir. Building. Ach, die Baracken muss ich auch noch wieder ersetzen. Ich mache das Zeitgeist zu zielen. On my way. Oh ja. Haha, Flakkanone. Speichern. Satellite activated. Der hat Lightning Power und Wind Power. Factory. Weg damit.
Irgendwas explodiert hier dauernd. Ich frage mich nur was, ob das Blitze sind, die da einfach nur einschlagen? Base under attack. Heading there. Base under attack. Verarschen. Base under attack. Following. Base under attack. Alter, vier Stück. Unit lost. Yes, sir. Building. Unit lost. Right behind you. Construction started. Satellite activated. Building complete. On my way. Building complete. Defensive unit. Construction lost. Started. Ach, jetzt habe ich begriffen, was, warum der die ganze Zeit Schaden gekriegt hat. Der ist in die. Building complete. In den Fluss gefahren. Und ich bin mir gerade nicht ganz sicher, warum da nochmal was explodiert ist. Kann sein, dass die Minen gar nicht so lange überleben. Das kann also bedeuten, die Explosion, die ich hier oben gesehen habe, vielleicht von einem feindlichen Minenjäger stammen. Edda. Der schickt irgendwie nichts von Bedeutung raus. So, der Blast-Turret sollte eventuell die Flak-Geschichten abfangen. Yes, sir. Building. Okay, er schickt Sachen von Bedeutung raus. Base under attack. Satellite activated. On my way. Building complete. Satellite activated. Satellite activated. On my way. Construction started. Wo ist ein bisschen mehr Biometall? Building complete. Yes, sir. Erstmal Service Pod auf den Razor schmeißen. Anschließend den Dave Wrecker auf die Edda schmeißen. Jetzt holen wir die normalen, ganzen normalen Fahrzeuge, die wir hier reinschicken. Gegen die kann ich nichts machen, außer bis sie in der Basis sitzen wegen der Tarnung. Base under attack. Ich weiß nicht, ob das Filter-Ku da vielleicht was gegen machen kann. Baracken wieder. Okay. Yes, sir. Building. Base under attack. Building complete. Yes, sir. Building. Base under attack. Alter, der will mich auch echt mit jedem Scheiß nerven. Repair engaged. Ich muss selbst mit dem Scout hier hochfahren und alles wegbammen. Aber mach das mal. Oh, das wäre schön. Da, Archer Howitzers. Building complete. Satellite activated.
Satellite activated. Yes, sir. Building. Jetzt wollen wir die feindliche Daywrecker abmorksen. Um die feindliche Basis zu kommen und deren Daywrecker abzumorksen. Also den Werfer, den die Armory. Satellite activated. Ach, der sieht so schon, dass wir da, der hat den Pot gar nicht gebraucht. Na gut. Warte, ich muss auf die andere Daywrecker warten. Base under attack. Yes, sir. Building. Yes, sir. Building. Building complete. Es wäre fast traurig, wenn es nicht so lustig wäre. Ich habe die Ressourcen, alles in der feindlichen Basis Platz zu machen. Ich kann auch mit meinem Bomber da jetzt einfach reinmarschieren. Aber ich will ein bisschen Daywreckern. Wenn er mir schon die Artillerie nimmt, will ich die nukleare Option wahrnehmen. Die quasi Davy Crockett des Spiels. Wenn ich meine Daywrecker abfeuere, dann braucht das Ewigkeiten. Was kann man denn in der Zwischenzeit bauen, was irgendwie Sinn macht? APCs? Nee, ist irgendwie nicht so. Warte, ich kann die Red Devils bauen. Construction started. Ein ganz Geschwader Red Devils da reinfährt, wann? Vor allem in der Zwischenzeit lädt er wieder auf und ich habe das Material für den nächsten Red Devil. I'm going. Okay, jetzt brauche ich den nächsten Daywrecker. Okay, mit der Produktion der Red Devils habe ich jetzt eigentlich gerade ein bisschen mein System ausgelastet. So, theoretisch müssten die Howitzer alle abgefangen werden, wenn sie hier langkommen. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wo ich hier noch einen Turm hinsetzen soll. Das sind Adders, okay. Hier sind die Howitzer. 4 Stück davon. I'm going. Nur zur Sicherheit fahre ich da jetzt nochmal eben hin und gucke mir das an, ob der Turm das schafft. Weil es sind 4 Stück. Selbst der Turm wird ein Weilchen brauchen, bis er sich durch 4 Stück durchgekaut hat. Eine ist weg. 2 sind weg. I'm going. 4, 5 Hits oder so? 1, 2, 3, 4, 5. Ich bin stolz auf meinen Turm. I'm going. Da waren schon wieder getarnte Einheiten. I'm going. So, ich kann keine Scavenger bauen, weil ich die Red Devils bauen darf. Satellite activated. Lass mich doch mal einen Boss. Ich kann die Zeug, den Daywrecker zu verwenden, den ich auf dich schmeißen möchte. Satellite activated. Apropos, hatte ich den Daywrecker hier gefeuert? Nee, ne? Ne, hatte ich noch nicht. Wo gehst du hin? Auf das Filterku oder... Ne, Moment, das sieht ein bisschen mehr nach... Ja, die Fabrik.
Gut, dass die Dinger nicht explodieren, wenn man sie beschießt. Sprengsätze in anderen Spielen machen das ja ganz gerne. Das ist eine sehr geile Methode gewesen in Syndicate Wars, um feindliche Fahrzeuge zu zerstören. Das Ding ist, bei dem Spiel, das hat ja auch eine 3D-Grafik. Und ich weiß nicht, warum die das so gemacht haben, aber wenn ein Gebäude explodiert, hat das einen wahnsinnig zerstörerischen Einfluss auf alles ringsum. Wenn man Infanteristen drin hat, also seine Agenten drin hat, kann das sein, dass sie draufgehen. Aber wenn Fahrzeuge in der Nähe sind, ist es meistens ein absolutes Todesurteil, weil alles, was im Fahrzeug ist, wird auch automatisch gekillt. I'm going. Base under attack. Mir fällt da gerade was ein. Fuck. Moment, ich habe 6 auf Gruppe 9. 9? Wieso mache ich das nicht? Wieso bin ich so blöde? Ich habe in meiner Kampfeinheit chinesische Fahrzeuge drin. Und die chinesischen Fahrzeuge haben fucking Cloak. Und wenn sie gecloakt sind, können sie nicht schießen. Aber, Alter, was ist hier schon wieder Phase? Aber sie werden auch nicht beschossen in der Regel. Okay, bauen wir einen neuen Turm. Yes, sir. Building. Construction started. Building complete. Moving out. Ready to move. Yes, sir. Das heißt, der Razor war völlig überflüssig. Ich hätte ganz gerne Monjuice gehabt. Jetzt hat er hier schon wieder eine neue Erde hingestellt, ne? Jetzt sehen wir's. Also fahr rein. Zeig mir, was der Gegner hat. Nur um dann ersetzt zu werden von dem richtigen Scout. Da segeln sie alle nach Hause, die kleinen Arschlöcher. Yes, sir. Building. Repair engaged. Building complete. Tatsächlich Minenleger. Die Factory steht noch. Da. Okay, der Minenleger verhindert noch so ein bisschen, dass ich meine Einheit effektiv einsetze. Aber wenn ich ihn an einer guten Stelle stelle, sollte das kein Problem sein. Die Minen explodieren dauernd. Entweder die haben eine auf dem Planeten keine lange Lebenszeit, wegen Regen, der säurehaltig ist, oder generell keine lange Lebensdauer, was eigentlich Schwachsinn ist. Natürlich kommt eine Daywrecker angeflogen. Ich meine, meine Fahrzeuge kriegen keinen Schaden, aber Minen sind ja deutlich anders gebaut noch. Und wieder auf meinen Recycler geschmissen.
Ich sehe keinen Recycler. Wieso sehe ich jetzt schon wieder nichts? Yes, sir. Building. Yes, sir. Soll ich oder soll ich nicht? Nicht, dass mich das irgendwie hindern würde. Building. Okay. Okay. Unit Factory here. Building underway. Ich nehme 3 APCs mit. Moving out. Gruppe 2, ihr verzieht euch hier hinten in die Ecke. Und werdet zur Gruppe 10. 1 baut mir nochmal eine Nightingale. Moving out. Würde ich nicht das Material habe, weil ich dann dem ein Dings baue. Aber egal, das ist nicht wichtig. Ich brauche meine 3 Jungs. 4 lasse ich in der Basis. F7 bleibt vorne bei den Truppen. Na egal. Construction started. F8 kommt mit. Wobei, F4 kann auch mitkommen. Ich baue einfach einen neuen Hebel. Construction started. Leon! Building complete. On my way. Right behind you. Dave Wrecker muss ich jetzt einfach schlucken, wie sie kommen, wenn jetzt die Feindliche Armory nicht zerstört wurde mit meinem Dave Wrecker. Was man natürlich nochmal prüfen kann. Getarnte Einheiten, meine Fresse, ey. Yes, sir. Building. Da die KI natürlich nicht nachdenkt oder auf solche Sachen reagieren soll, macht er einfach gar nichts mehr. Building complete. Ich rieche Road Meat. Das Zweifel, dass eine Konstruktionseinheit hat die Sachen ersetzt, die da rumstehen.
Searching for targets. Die sind echt fix, die Mistviecher. Ich speichere nochmal. Da habe ich gerade die feindliche Basis angreife. Ich bin schon fast 3 Stunden schon wieder im Gange. Nice. Da die Stämme mit einer Salbe weg sind, würde ich sagen, sind die schwächer als die anderen Geschütztürme, was die Haltbarkeit anbelangt. Aber sie sind halt aufwertbar. Aber ich glaube, die Produktion ist... Ich weiß gar nicht, waren die 40 oder kosten die auch 50? Das Schöne ist mit so vielen LAVs, dass die jetzt gerade einfach nur auf Hand sind. Wobei, ich setze auch mal die anderen Einheiten auf Hand. Tja, okay. Die Türme sind einfach nur scheiße, was Haltbarkeit anbelangt. Na, ah, ist doch schön, Nightingales im Rücken zu haben. Raketenbomben machen Spaß. Und gegen die KI einfach nur übermächtig. Ich meine, ich kann die Dinger auf Entfernung schießen. Einzig, was noch nerviger für die KI sein würde, wäre, wenn ich die ganze Zeit nur mit Meteors um mich schmeiße, aber ganz ehrlich, es ist ein Hassel, ständig diese Zielerfassung zu machen. Das ist doch ein Recycler. Hm? Deploying troops. Deploying troops. Jetzt sollten sie. Ja, da sind die Red Packs. Sie sind da. Watching your ass. I will follow. Der flankiert? Sehr witzig. Ich meine, selbst wenn die APCs zerstört werden, solange die Infanteristen draußen sind, sind sie draußen. Und dann gibt es Tritte in die Säcke. Tja, die verteidigen ihren Resultat auch nicht sonderlich gut. Dieses Synchronfeuern. Oh, schön, herrlich. Mir so ein bisschen Bass von der Seite. Ups. Entschuldigung. Prepare engaged. Woohoo! Excellent work, Lieutenant. Und vernichtet die Basis. Da, 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 da. Naja. Sie werden mit Luck
have some time before the Chinese will send Garen numbers to deal with one post one. Bla bla bla, wir verlegen einen Außenposten 1. Und du wirst zurückkehren nach Ganymed, um mit der Verstärkung zu dealen mit den. Okay. Die Rote Brigade. Die Rote Brigade ist. Take APC to the Black Dogs Military Jail. Destroy the jail and rescue your engineers. Recapture your recycler. Sorry, back. Oh, ich glaube, daran erinnere mich sogar an die Mission. Das ist eine Menge Biometall auf der Karte. Comrade, let's you and I take care of this little mishap and restore the honor of the CCA. The NSDF pigs have taken our northern defense outpost, stolen one of our recyclers and taken three of our engineers captive. Instruct this APC to follow you to the NSDF compound just south of your present position. Once inside the compound, destroy the jail that is holding our comrades and move the APC to gather them up. Once the men are secure, get out of that base, and I will arrive with fighter support to assist you. Right away, sir. Ich hab lumpige AT-Stabbers. Destroy the jail. Ich sollte vielleicht nicht alle Gebäude zerstören, solange ich das Missionsziel erledigt habe. Ich hätte den Famba abfeuern sollen. Dann wären die weg gewesen. Egal. Ich mache eine Pause erstmal für heute. Ich wollte erstmal nur in die Mission reinschnüffeln. Also sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und tüdelü.